Bachweiler im Landkreis. Ein Ort, der wie viele seiner Größe zeigt, dass es die ländliche Idylle noch gibt. Auch wenn sich die Rahmenbedingungen weiterentwickelt haben, klar. Seit dem Abzug der Autositzlederimitate Industrie gibt es in Bachweiler nur noch wenige Arbeitsplätze. Der letzte Laden wurde in den 2000er Jahren geschlossen. Die Menschen, die noch in Lohn und Brot stehen, arbeiten in einem 84 Kilometer entfernten Zigarettenanzünderkomponentenwerk, leben von Witwenrente, vom Handwerk, Heimarbeit oder Hartz IV. Wir treffen auf den Einheimischen Axel Noll. Kann sich der Landwirt vorstellen, in der Stadt zu leben? Im Leben nicht in der Stadt. Nee, guck mal, was dort los ist. Stadt ist dreckig. In der Stadt, da kennst du keinen Mensch. Viel zu viel Leid, viel zu viel Fremde. Bei uns ist es doch so Shadow. Da will ich nicht weg. Guck doch mal um, wie scheiße es ist bei uns. In der Stadt ist es furchtbar laut. Guck mal, was da der Krach ist mit den ganzen Autos. Wie dreckig. Lange setzte Bachweiler auf den Tourismus. Der Geruch von Arsen wegen der heimischen Autositzlederimitate-Industrie verhalf dem einzigen Hotel leider zu einem schlechten Ruf, für den es ja eigentlich nicht verantwortlich war. Der beliebte Kirchenchor Bachstelzen sorgt für die musikalische Untermalung der malerischen Landschaft, zum Beispiel bei der Kirchweih. Er hat sich, wie der Name Bachstelzen erahnen mag, nach dem Komponisten Johann Sebastian Bach benannt. Für Aufsehen sorgte der Bachweiler Kirchenchor, der als einziger Chor mit nur 2 Sängern zum Rheinland-Pfälzischen Chorfestival angemeldet wurde, wo er gegen 47 andere Chöre antrat. Leider nahm nur einer teil, da der andere Sänger in der Nacht zuvor verstarb. Es reichte nicht für einen der vorderen 47 Plätze. Das verbleibende Mitglied sieht die Zukunft des Kirchenchors Bachstelzen als gefährdet an, vor allem da Bachweiler seit Jahren keine Kirche mehr hat. Stört es manchmal, wenn im Dorf jeder alles über den anderen weiß? Nee, ich meine, was gibt's denn da so wissen? Was sollen die Leute über mich wissen? Gut, es gibt schon so ein paar Sachen bei manchen Leuten, die mir Kämpfe zählt. Da wie jetzt 3 Häuser da unten, 3 Häuser weiter, da wohnt Ina Miller. Und das trinkt er so gerne. Ne? Also ich meine, es trinkt schon ganz schön viel. Das soll aber keiner wissen. Ne? Ich meine, wenn die das auf der Arbeitsstelle rausreden, das schafft die doch eine Bank. Bachweiler identifiziert sich natürlich mit seinem Ortswappen. Das Ocker steht für das Wasser. Es symbolisiert den Bachlauf des Krötenbachs, der an der Autositzlederimitatefabrik vorbeiläuft. Das Schwert steht für militärische Erfolge. Nicht Napoleon, sondern der koryakische König höchst selbst zog einst an Bachweiler vorbei und hielt den Weiler nicht für militärisch relevant. So blieben die Bachweilerer von Kämpfen verschont und feierten 4 Wochen lang ihren Sieg bei Bier und Rosenkohlschnaps. An dieses Ereignis wird jährlich beim Dorffest erinnert. Noll ist froh, dass man auf dem Land verschont bleibt von Drogen, freier Liebe oder Internet. Da ist es noch anständig einfach. Weißt du, da gibt es das nicht mit den Drogen und dem ganzen Zeug. Ja, das gibt es bei uns nicht. Gut, wir gehen also mal fort, wir ziehen mal rein. Ne? Das haben wir früher schon gemacht, wenn wir noch jung waren. Und da passiert ja nichts. Gut, der Herbert von der Ibel, der hat mich auch schon mit dem Traktor aus dem Grabe gezogen. Da war ich im Mascona, ein paar gezischt, muss ich sagen. Ne? Wie der Unne beim Folge, ne? In der Scheier. Und bin ich halt ein paar Meter in den Mascona gefahren und es ist nicht mehr so gut gegangen. Und dann habe ich im Acker festgehangen. Da habe ich den Herbert auch gerufen und der hat mich mit dem Trecker hat er mich wieder rausgezogen. Ne? Das machen wir halt gern, ne? Wir ziehen nur gerne. Ne? Aber ansonsten, das ist Rauschgift und das Zeug, ne? Was du alles nimmst, das mit dem, wie ist das da, das Ekstase, die Pille da, ne? Wo sie alles da nehmen und dann ganz wild da rummachen, ne? Das geht's bei uns nicht, das machen wir nicht. Wir sind anständig, ne? Da schaffen die Mädchen, ne? Die schaffen noch, eine Bäckerei und so und beim Friseur, ne? Und die Uwe, wie ich, ne? Und der Folge und der Herbert, ne? Wir sind halt auf dem Bau und verhocken auf dem Drecker. Ja, ne, das ist noch wie früher, wie es gehört, ne? Ah ja. Wenn Sie gerne mal gemütlich einkehren möchten, so besuchen Sie doch das Gasthaus zur sehr alten Post. Es empfiehlt sich hier, einen Tisch zu reservieren. Nicht, dass die Tische schnell vergriffen wären, aber so weiß die Wirtin, dass sie alles wegstellt, was sonst in Heimarbeit für ein rumänisches Unternehmen produziert und den Tisch nass abwischt, an dem Sie sitzen werden. Ich hatte zuletzt was am Ascona, am alten Obel. Da gehe ich nicht mehr zum Herbert, sag dem Bescheid. Der kommt rüber, der weiß, wo er draufkloppen muss. Und dann geht die Kiste wäre. Das hast du in der Stadt auch nicht. Die Investition in eine rheinland-pfälzische Schiffswerft hat sich an diesem Standort weniger gelohnt als beispielsweise an einem Fluss, weswegen die Firma nach 2 Jahren komplett aufgegeben wurde. Das Gebäude steht nun zum Verkauf.
Bei Interesse melden Sie sich gerne per E-Mail unter traumhäuser-in-der-umgebung.bei-0@traumhäuser-in-der-umgebung.bei-0.com. Der Immobilienmakler fährt regelmäßig jede Woche in ein städtisches Internetcafé, um seine E-Mails zu beantworten. Er gibt Ihnen dann gerne Auskunft zur Lage, zu den Räumlichkeiten und zum Verkaufspreis von bisher veranschlagten 17,4 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer. Letzter Preis. Zur Anbindung an den modernen öffentlichen Nahverkehr gehört auch, dass die Ehefrau des Bürgermeisters Noll zweimal pro Woche mit dem Traktor und einem Anhänger in 17 Kilometer entfernte Niederbornweiler fährt, wo es eine Bushaltestelle gibt. Dort können sich die Bachweilerer dann mit Menschen anderer Kultur unterhalten, den Niederbornweilern. Im Moment sind die Fahrten ausgesetzt, nachdem man die Gattin des Bürgermeisters Noll nach familiären Meinungsverschiedenheiten für einige Wochen nicht gesehen hat. Im Ort wird munter spekuliert, wo sie sich befinde. Als Aufenthaltsort ist die Rede von Oberbornweiler, wo ihre Cousine und ihr Großcousin mit ihren Kindern leben, aber auch von Argentinien oder dem Kartoffelkeller. Handyempfang ist für jeden gegeben, nachts sogar mit Beleuchtung. Wären Sie nicht dafür, dass auch hier in Bachweiler an jeder Restmülltonne 5G verfügbar ist? 5G? Ja, nee, da halte ich nicht so viel davon. Das ist doch das neumodische Zeug, wo so viel Krebs und so Zeug verursacht. Also da bin ich gar nicht davor für sowas. Nee. Man hört sie immer wieder, dass so in der Stadt, wo es der Leider schlecht geht und wo sie alle möglichen Krankheiten haben. Also bei uns, wir sind noch gesund. Do. Das ist, weil wir das ganze Zeug schon nicht haben. Wir brauchen es auch nicht. Das haben wir früher nicht gebraucht, das brauchen wir heute auch nicht. Die höhere Schule in Bachweiler musste leider geschlossen bleiben, nachdem mehrere Jahre kein Schüler die Qualifikation für ihren Besuch geschafft hatte. Das Gebäude aus zeitgemäßem Beton steht nun zum Verkauf. Bei Interesse melden Sie sich gerne beim Immobilienmakler Gerhard Noll. Die E-Mail-Adresse wurde bereits genannt. Zwischen 12 und 23 Uhr ist er meist auch vor Ort zu finden im Gasthaus zur sehr alten Post, Hauptstraße 4. Gegessen wird hier viel Regionales wie Omas Bierebabbes. Die Menschen auf dem Dorf genießen den Vorteil, dass sie viele Produkte selbst anbauen können. Vor allem bis an die Stelle, an welcher der Krötenbach an der alten Fabrik vorbeiläuft, gibt es keine Gesundheitswarnung, zumindest keine amtliche. Geselligkeit ist den Bachweilerern auf den Leib geschrieben. Veranstaltungen von Ehrenamtlichen findet man zentral am Schwarzen Brett in der Hauptstraße. Single muss im Dorf keiner sein. Kein Mann muss selbst kochen. Wie hat Noll seine Frau kennengelernt? Smoni, ja, ach Gott. Ja, Smoni hat ja früher schon du, auf dem Hof, also nicht gerade geschafft, aber wir waren ja noch Kinder damals, da haben wir schon gespielt. Ja, und da hat man schon gesehen, dass die auch weiß, wie man auf so einem Hof du, sich so verhalle hat, damit der ganze Kieh und so umgehen kann. Also, da hatten wir ein Dorffest, machen ja immer, im Jahr haben wir ja Dorffest, meistens da beim Volker Behrens, da ohne in der Scheie. Und ja, da war ich mal dort gewesen mit dem Kollegen und da haben wir ein schönes Gezicht gehabt. Ne? Da war es Moni auch dort. Da habe ich noch gedacht, ach, guck mal, da ist Moni. Ja? Ganz schön Mäuschen ist es jetzt. Ne? Ja, und da haben wir uns halt so ein bisschen unterhalten. Und ja, und dann irgendwann war es halt da so schwanger und ja, dann haben wir geheiratet. Ne? So, und nun wirbt Bachweiler um neue Einwohner und hat dafür stichhaltige Argumente. Man bekommt immer schnell einen Parkplatz direkt vorm Haus oder im verlassenen Grundstück des Nachbarn. Städter wissen, welch ein Vorteil das heutzutage ist. Also informieren Sie sich über das Wohnen in Bachweiler per Telefax unter 063-232-12 oder per Post und legen Sie einen mit 15 Euro frankierten Rückumschlag bei. Gerne sind neue Einwohner willkommen, es sei denn, Sie kommen aus Ostdeutschland, Polen, Rumänien oder Frankreich. Oder sie sind Ausländer. Ausnahmen werden bei reichen Ausländern gemacht. Auch sind unverheiratete Paare nicht gerne gesehen, vor allem wenn sie keinen Alkohol oder Bier trinken. Fühlen Sie sich willkommen. Bachweiler. Authentisch.